Wir wollen noch über Donald Trump sprechen. Er will ja heute in den USA in Mar-a-Lago eine große Ankündigung machen. Es wird spekuliert, dass er dann möglicherweise seine erneute Präsidentschaftskandidatur ankündigen möchte. Wie schätzt du das ein? Was spricht dafür, was spricht dagegen? Ja, klar, Trump wird wahrscheinlich heute Abend um 21 Uhr Primetime in den USA in Ostküste bekannt geben, dass er wieder kandidieren will. Das ist ein bisschen ein komischer Zeitpunkt zwischen Wahlkampf und Weihnachten. Das gab es noch nie und es gibt Spekulationen, warum er gerade jetzt das tut. Er will vielleicht die möglichen Gegner fernhalten, aber für die Republikaner ist es nicht das Beste. Die haben gerade Wunde, die so lecken sind von dieser Wahl und jetzt kommt Donald Trump, platzt da rein und Donald Trump ist eine Figur, die Republikaner spaltet, das Land spaltet, aber auch seine Partei. Es gab viele Wahlen im November, die verloren gegangen sind wegen Trumps Einsatz. Und viele in der republikanischen Partei wollen das gar nicht, dass Trump jetzt schon wieder der Präsidentkandidat ist. Aber Trump lässt sich auf keinem Rat geben. Er wird das wahrscheinlich machen. Heute Abend, beste Sendezeit. Und ja, das wird die große Nachrichten sein, die nächste paar Tage, die nächste Woche, weil 250 TV-Fernseher sind da angemeldet dafür. Es wird die größte Geschichte in der Nacht sein und auch morgen. Aber er ist doch angeschlagen. Seine Kandidaten bei den Midterm-Wahlen, die haben es eben nicht geschafft. Und US-Präsident Joe Biden, kann er tatsächlich davon profitieren, dass Trump im Prinzip jetzt so angeschlagen ist, dass er nicht mehr diesen Rückhalt hat? Also was heißt das auch für die amerikanische Gesellschaft und die aktuelle Diskussion dort in den Vereinigten Staaten? Ja, Trump polarisiert, seine Anhänger lieben ihn. Es gibt viel Energie unter den Leuten, die Trump mögen. Und er wird immer noch 20-30% der Wähler hinter ihm bringen. Und er hat viel Energie. Die anderen Republikaner haben Angst. Die wollen diese Trump-Anhänger nicht verprellen. Und deswegen, die Republikaner haben wirklich schwierige, stürmische Monate vor sich. Wie werden diese zwei Flügel vereinigen? Die Trump-Anhänger und auch die Leute, die normale Republikaner, die finden es schrecklich, wie die Wahlverleugner Trump-Anhänger da sind. Und deswegen haben die Republikaner so schlecht abgeschnitten, weil viele von diesen normalen Republikanern fanden das widerlich, diese Wahlverschwörungstheorien, die rückwärtsgewandte Diskussion, die Trump immer führt. Die Republikaner, die normalen, die wollen nach vorne gucken, Trump will nach hinten gucken. Und deswegen stecken die Republikaner in so einem Schlamassel momentan. Aber wer kann ihm denn tatsächlich gefährlich werden? Ist es tatsächlich Ron DeSantis, der ein grandioses Ergebnis bei den Gouverneurswahlen in Florida eingefahren hat? Und man sagt ja, das ist Trump with brain, also mit Gehirn. Ja, DeSantis ist auch sehr konservativ, aber man merkt, dass Trump ihn für ernst nimmt, indem Trump ihn schon Spitznamen gegeben haben, unschöne Spitznamen, Ron de Sanctimonious. Das ist ein Zeichen, dass Trump ihn ernst nimmt und Angst vor ihm hat. Und natürlich, DeSantis mit 20% Vorsprung in Florida, ein Swing State, ist schon ein beeindruckendes Ergebnis und Trump wird schon Angst, ein bisschen Angst vor DeSantis haben, oder auch herausgefordert, aber Trump hat schon gedroht, Dreck auf DeSantis bekannt zu geben. Wir sind alle gespannt. Die Medien sind gespannt, was Trump jetzt zum Tage bringt. Ganz genau. Wir werden auf jeden Fall darüber berichten. Morgen dann über diese Ankündigung. Und dann wird Eric Hirschbaum auch wieder bei uns morgen früh in der Sendung sein. Das freue ich mich schon drauf. Dankeschön, Eric. Ja, danke, ich auch. Unser Fernsehsender Welt versorgt Sie rund um die Uhr mit den aktuellen Nachrichten und Hintergrundberichten. Hier beleuchten wir die wichtigsten Themen des Tages und ordnen das Geschehen für Sie ein. Wie Sie uns im TV finden können? Ganz einfach. Indem Sie den Sendersuchlauf an Ihrem Fernseher starten, eine Anleitung finden Sie hier oben verlinkt. Zusammen mit einer Erklärung, wie Sie uns dann über Kabel, Satellit, Streaming, IPTV empfangen können. Hallo und ganz herzlich willkommen hier bei Welt. Wenn ihr mehr News aus unserem Team wollt, dann müsst ihr einmal hier klicken. Wenn ihr auf der Suche seid nach spannenden Dokus, starken Reportagen, dann geht's hier entlang. Und wenn ihr Welt abonnieren wollt, neu entdecken wollt, dann einmal hier klicken.